Was geht ab? Willkommen zurück in Satisfactory, dem Fabriksimulator. Wir haben das letzte Mal hier ein bisschen was ausgebaut, nämlich alles ein bisschen erweitert, wie ihr seht. Hier alles ein bisschen schick gemacht, dann habe ich hier vorne mal noch ein bisschen umgebaut. Ja, hier, dass wir das ganze Zeug hier alles reinkriegen, sah alles ein bisschen blöd aus, habe ich alles nochmal umgebaut hier. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Außerdem habe ich jetzt hier hinten eine große Produktionsstelle für die verstärkten Platten, weil die brauchst du ja ewig. So, und dann kommt das jetzt alles hier raus, zack, läuft da rein und sieht ein bisschen sauber aus, ein bisschen ordentlicher. Jo, das habe ich angepasst und heute wollen wir ja hier vorne das ganze Kupferthema noch anpassen, weil das läuft ja auch noch nicht ganz effizient. Aktuell läuft es nämlich gar nicht, weil ich alles abgebaut habe. So, knüppeln wir mal das ganze Zeug noch hier dran. Da habe ich schon angefangen, so ein bisschen. Schups, warte, da reicht MK. 1, 3. Was da reinläuft, müssen wir bloß noch sagen, dass der Kupferbahn produzieren soll. Und dann läuft das nämlich auch schon an. Kann er nämlich schon mal Kupferbahn produzieren. Außerdem habe ich hier hinten noch einen Container zurzeit hingestellt. Das war nämlich der Rest von den Kupferbahnen, die ich noch hatte. So, und MK2 läuft raus. Dort rein. Der sammelt das da. Das war doof. Das war doof. Das war richtig doof. Weil hier soll gegen Kupfer rauslaufen, weißt du? Okay. Kann ich die beiden nur nochmal abbauen hier? Läuft. So war das eigentlich nicht geplant. Ein Splitter kommt hier dazwischen. Genau. Zack. So, und ein Fusionator kommt hier hin, der nämlich das ganze Zeug auffängt. Und zwar, was aus denen hier rauskommt. Wir müssen sagen, dass Kupferbahn produzieren soll, Strom dran, dann geht das hier auch schon los. Jack. Kupfer. Habe ich nicht dann auch schon die Kupferbleche da vorne, die ich dann später auch noch brauche. Sobald wir nämlich Kohle haben, geht das hier richtig ab. Dann habe ich hier nämlich auch Strom ohne Ende. So müsste es reichen, genau. Sieht gut aus. Zack. Kannst du nämlich hier aus, dann vielleicht sogar noch ein paar hinmachen, die das zusätzlich nochmal auffangen. Was hier produziert wird. So, machen wir die. Machen wir auch wieder hinten an. So, zack, dann kann ich nämlich da den Kupfer hier reinleiten, weißt du? Kann ich mal machen, das machen wir mit MK1, leiten wir das hier rein. Genauso auch aus denen hier. Oh, hier habe ich ein bisschen verbaut, wie ich gerade sehe. Ich dachte, mache ich die nochmal weg, weil die eh zu nah dran stehen. Wir müssen noch ticken weiter weg. Das ist die 8. Genau, ich höre Fusis. Fusionieren. Fusion. You know. So. Machen wir hier das da. MK1. Ja, die halt ein bisschen weniger produzieren. Deswegen reicht da MK1. So, und MK2 machen wir jetzt hier von dort nach dort. Ja, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas ausbauen kann. Entweder man baut von innen nach außen, sage ich jetzt mal, oder von außen nach innen. Also du kannst entweder auf der einen Seite das Kupfer lang laufen lassen und auf der anderen Seite die Bahn rausholen. Oder genau andersrum. Ja, aktuell habe ich es halt so, dass in der Mitte das Kupfer reinläuft und die Bahn außen rauskommen. Finde ich persönlich als bessere Variante. Aber das kann man auch halten wie ein Handwerker. Ne? So, dann machen wir jetzt hier nochmal MK2. Output. Jawohl. Ja,
Nein. Dann läuft nämlich das ganze Kupfer jetzt hier alle schon durch. Warum läuft da noch nichts? Logisch, noch kein Strom dran. Wir machen wieder unsere Zweier. Oh, da fehlt ein Draht. Mega nice. Das ist ja noch gar nicht vorgekommen. Vielleicht habe ich hier vorne noch welches drin. Da habe ich nämlich schon ein bisschen Zeug so reingeschmissen. Jo, haben wir noch ein bisschen was. Perfekt. Dann kann ich das gleich hier hinstellen. Dann nehmen wir auch Saft. Saft. Doch, Saft. So, dahin und. Warte mal, das sind 5. Dahin und dann hier noch einen dazwischen hier hin. So, oh, voilà. Genau. So, der geht dorthin. Der geht dorthin. Und der schließt den da an. Der holt dann Saft von da vorne irgendwo. Mal gucken, wo ich jetzt hier. Irgendwo habe ich hier eine Anzapfstelle. Okay, dann kann ich das vielleicht auch. Nee, ich mach's so rum. Ich baue das schon so rum. So, zack, jetzt läuft das nämlich auch schon. So, und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. So, jetzt müssen wir mal gucken, den hatte ich glaube ich hier dazwischen. Ja, genau. Kommt der Strom nämlich rüber. Hoppala. Dann haben wir hier 2. Da brauchen wir glaube ich hier, ne? Oder hier? Da sind wir. Okay. Die beiden. Und ganz außen noch einen hin. Hab ich ein bisschen anders gestellt, sehe ich gerade. Genau. So, dass es ungefähr gleich aussieht. Oh, hoppala. Das sollte nicht passieren. Das war falsch. Da müssen wir schon ein bisschen drauf achten, dass die Ordnung stimmt. Das, da und da und jetzt kriegen wir gleich Stromausfall. Achtung. Bestimmt. Oder? Ah, da. Habt ihr gesehen, ne? Das ist echt jetzt gerade wieder Grenze. Kann natürlich sein, dass davon nur einige schon rausgefallen sind. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, einen hatte ich eh noch aus. Ja, den hier hat es noch aus, genau. Halten wir jetzt noch mit dazu. 84, jetzt es läuft noch. Nächste Runde muss ich definitiv noch ein bisschen Holz holen. Jetzt habe ich eigentlich die Hindernisbeseitigung. Warte mal, habe ich noch einen Festbrennstoff einstecken? Ein bisschen werde ich ja eh brauchen für die Kettensäge, sonst kann ich die nicht benutzen. So sieht das aber schon relativ gut aus. Das läuft schon da rein. Perfekt. Hier müssen die Verbindungen noch schaffen. Da kann ruhig auch MK1 rein. Wie habe ich gesagt, produzieren wir das. Genau. So, dann fangen wir jetzt hier mal an, die ganzen Konstruktoren noch zu setzen. Hier schön ran. Genau, die gehen kuscheln. Zurück. So, wie viel hatte ich jetzt hier geplant? Konstruktor noch 11 Stück insgesamt. Geplant. Alle Kabel reichen wohl anscheinend noch nicht, aber das macht nichts. Die kann ich vorne dann noch rausholen. So, dann haben wir nämlich zwei von jeder Sorte. Ansonsten haben wir noch ein paar Konstruktoren über. Was ja auch nicht schlimm ist. So, hier wird Draht produziert. Auf der Seite. Jawohl, jawohl. Jawohl. So, ich denke, das wird auch ausreichen. Förderbandsplitter. Output andere Seite. Das sieht ja schon alles viel. Finde ich zumindest besser aus. Was sagt ihr? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ob es ein bisschen effizienter auch aussieht. Ja. Ja, wisst ihr, Aussehen ist natürlich auch viel wert. Ja. Aber Effizienz ist hier am wichtigsten. Ja. Dass es wirklich am effizientesten läuft. So sieht das doch gut aus. Ne? Perfekt. Wenn wir bloß noch einstellen, was wir hier produzieren wollen. Hier kommen auch Drähte raus. Hier kommen auch Drähte raus.
Geräte. So, nee, das war Blödsinn. Jetzt habe ich da hinten Blödsinn gemacht, tatsächlich. Hier sollen keine Drähte produziert werden, sondern hier wollte ich eigentlich Kupferbleche produzieren. Deswegen waren auch die Konstruktoren davor falsch. Ja, so habe ich mich schon verbaut. Zack, machen wir mal zwei hier weg. Genau. Der Output wird dann trotzdem dort sein. Der macht Kabel. Kann er nicht aus Draht Kupferblech machen, weißt du? Das ist ja völliger Blödsinn. Jack. Da haben wir schon eingestellt, Draht. Hier machen wir noch Draht hin. Draht. Und Draht. Gut. Und dann haben wir jetzt hier noch Strom dazwischen. Beiden Seiten. So, jeweils immer zwei, habe ich gesagt. So, das haben wir. Und hier dazwischen auch nochmal. Eins, zwei. Die sind befeuert. Die Verbindung zwischen dem muss ich dann bloß noch schaffen. Zack. Dann kriegt er den Strom von dort. Voilà. Dort. Und gleich haben wir Strom aus der Achtung. Gleich kommt die Spitze. Oh ne, noch läuft's, noch läuft's. 190 haben wir, 155 verbrauchen wir aktuell. Ist natürlich auch heftig, ja. So, Strom läuft, die produzieren alle perfekt. Dann holen wir das ganze Zeug noch raus. Mit Splittern. Ne, nicht Splitter, mit Fusionatoren. Splitter wäre Blödsinn. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das besser. Ne, ich mache das in die Richtung raus. Dann macht es sich besser, dann später das zu erweitern, falls wir das doch noch brauchen. Kann man Kupferblech nämlich noch erweitern. Ne? Großer Anschluss. Da ist der Anschluss und da ist der Anschluss. Genau. So. Da haben wir das. Da kommt jetzt hier das da raus. Da kommt das da raus. Da ist das. Da ist das. 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 So, hier bauen wir dann im K2 nach oben. Dass der halt besser zusammenfasst. So, nochmal Förderband Fusionatoren. Den müssen wir natürlich auch noch upgraden. Insgesamt 4 Stück. Perfekt. Da habe ich jetzt hier nochmal Platz, um in die Richtung zu gehen. So. Da muss ich jetzt nochmal gucken, wie ich das gelegt hatte. Das sollte Kabel werden. Genau. Oben drüber kann ich dann die anderen Kabel noch setzen. Das muss ich also noch ein bisschen höher setzen hier. Da nochmal eins dran. Hier kommt dann nämlich die anderen Kabel noch hin. Ich muss über zwei hier hoch, sehe ich gerade. Dann habe ich das Kupferblech, das kann ich da drüben reinknüppeln. Genau. Das Kupferblech kommt da drüben rein, hier kommt das Kupfer rein, da kommt das Kupfer rein. So, nochmal gucken hier. Die Richtung stimmt. Jawohl. Ne, falsch. Doch nicht, jawohl. Vier. Jetzt richtig. Ne, noch ein drauf. So. Kommt jetzt hier. Da reicht MK1.
Ansonsten kann ich es immer noch mal auf MK2 ausbauen. Ah, da muss ich hoch, sehe ich gerade. Oi, Geronimo. Ach, war schon. Gar nicht mitgekriegt, wie ich das richtig erfasst hatte schon. So. Andere Seite. Genau. Hoffen, dass wir da auch drüber kommen. So, hier bin ich auf 1, 2, 3, 4, auf 5 und auf 6. So, und auf der 6. Jawohl. Schaffen die Verbindung dann nach vorne. Hier brauche ich aktuell noch die, noch nicht die großen Förderbänder. Reicht es, wenn ich die normal nehme. Weil das Zeug wird aktuell noch nicht weiterverarbeitet. Aber bei den Drähten verarbeite ich aktuell schon, deswegen habe ich da die schnellere Variante genommen. Zack. Perfekt. Überschneidet sich nicht. Ist gut. Sieht gut aus. Perfekt. So muss das sein. So. Hier muss ich noch rüber. Das ist auch da. Warte. Das ist auch da. 1, 2, 3. Das ist auch da 3. Da bin ich mal gespannt, ob ich da drüber wegkomme. Ah, das kann ich mir schon fast denken. Oh nein, das sollte nicht passieren. Gerade auf MK1 umgebaut. Das sollte gerade nicht passieren. Ja, da komme ich jetzt gerade nicht ran. Das ist doof. Ja, weil das Ding halt da aktuell im Weg ist. Hier, das da. Produktionsanlage. Machen wir das, wie machen wir das? Wie mache ich das am dümmsten? Wenn ich da rankomme, entweder setze ich das ins Tiefer. Tiefer läuft, ne, warte mal, da läuft eigentlich noch nichts. Könnte ich dort die Schrauben reinmachen? Da wird das andere ins höher. Und da läuft ja schon was. Gut, pass auf, so machen wir das. Genau. Setzen wir das hier lieber ins Tiefer. So. Ne, kann ich warten, das hält von dort aus. MK2 nach dort. Das dafür weg. Und MK2 da rein. So, zack, da haben wir das. Und dafür das dann mal abbauen. Weil aktuell schmeißt er das ja alles da rein. So. Machen wir jetzt hier ein. Ups. Huch, hoppala. Falsch. Ein MK2 Förderlift. Ich hoffe, das geht jetzt. Nicht, dass der jetzt hier rummeckert, dass der Strommast im Weg ist. Macht doch. Nicht genügend Freiraum. Was aber das kleinste Problem ist, dann nehme ich den einfach weg. Boah. Trotzdem immer noch was im Weg. Also der meckert immer noch rum. Gut, dann möchte ich den ein bisschen höher machen. MK2. Immer noch was im Weg. Was sollte denn hier im Weg sein? Ach, da meckert er nicht.
Das ist generell im Weg, okay. Das ist natürlich blöd. Aber dann geht's halt nicht anders. Dann muss ich das tatsächlich so lassen. Wieso? So, dann kann ich das dann trotzdem von dort aus nach unten nehmen. Genau, dann nehmen wir das einfach noch eins nach unten hier. Das da. Dann wird das halt das. Das wird... Zack. Das wird das. Dann bauen wir jetzt hier nochmal eins drauf. Haha, da kann man doch nicht. Das ist ganz flexibel, was sowas betrifft. MK1. Von da nach dort. Von da nach... Hallo? Dort, genau. So. Dann läuft das da lang, da lang, da lang. Genau. So, ich habe gesagt, ich brauche MK2 mindestens. Dort. Da, da rein. Genau, das sind Kabel. Perfekt. So sieht das doch gut aus. Und es funktioniert. Der holt es da raus. Das kann ich später nochmal erweitern und noch weiter nach vorne nehmen. Jetzt muss ich die entsprechenden Anschlüsse dann hier machen. Getest. Hier müssen Förderbänder hin. So. Was ist das Kupfer? Kupferblech ist, glaube ich, ganz oben. Genau. So, hier haben wir zweite Etage. Das war doof. Falsche Seite dran gemacht. Aus dem Richtung. Ne, MK2 will ich schon machen. Obwohl, da hinten habe ich MK1 alles. Dann machen wir hier auch MK1. So, die Richtung. Was ist denn das? Das ist es da oben drüber. Zu teuer. Keine Platten aktuell. Schade. Aua, jetzt habe ich noch Schaden gekriegt. Untergeflogen bin. So, der produziert hier gerade nicht weiter. Warum? Bestimmt, weil er keine... Doch, Platten hat er eigentlich genug. Läuft hier irgendwas rein, was da nicht reinlaufen soll? Ach, nur Power. Logisch. Wenn du den Strom wegnimmst, dann kann das nicht laufen. So. Ein Power mal nachgelegt. Kann aber da vorne schön produzieren. So, der zieht die Kabel nach dort. Dort rein, da gehen die Kabel dort rein, genau, da kommt das hin, da kommt das hin. So, Platten habe ich jetzt mitgenommen, ne? Jack. Jetzt brauche ich noch die andere. Oh, hier muss ich definitiv mit MK2 rausnehmen. Weil sonst kommt da vorne nichts an. Und da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt bis vorne reicht. So, mal auf der Höhe. Ich glaube nämlich, es reicht gar nicht bis vorne hin. Das ist schon mal ein bisschen schräger. 3, 4, 5. 2, 3, 4, genau, 5. Passt. Machen wir hier die MK2 rauf. Zack. Oh, falsch. Wieder falsch. So. Jawohl, ja. Perfekto. Gut, und sogar noch erweiterbar, wie man sieht. Ne? Ich kann hier hinten immer noch ein bisschen was dran knüppeln.
So, und dann läuft das. Wunderbar. Gut sieht's aus. So, was sagt ihr dazu? Habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Sieht eigentlich relativ gut aus hier. Außerdem läuft alles schön hier hinten in die Container rein. Schön ordentlich und sauber. So, wer es noch nicht gemacht hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter bauen könnte. Bin ich sehr gespannt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.